Die E-Mobilität hat ihre Anhänger nicht nur bei jüngeren Semestern. Auch die ältere Generation findet Gefallen daran. Im heutigen Beitrag sehen wir uns die Wohnanlage Freiraum Gneis etwas genauer an. Denn dort hat Hans Lehenauer den Verein Freiraum Gneis Mobil gegründet. Und mobil heißt in diesem Fall Carsharing mit einem Elektroauto. Der grüne Strom zum Laden kommt dabei aus einer Wallbox der Salzburg AG. Nachdem die komplette Wohnanlage im Jahr 2017 fertiggestellt wurde, war das Thema Elektromobilität noch gar nicht spruchreif. Zwar wurde ein Stellplatz in der Tiefgarage für Elektromobilität wegen der Förderung vorgesehen, doch war dieser noch niemandem zugeteilt. Als der Verein Freiraum Gneis Mobil an die Salzburger AG mit dem Wunsch einer eigenen Ladestation herangetreten ist, musste die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. In diesem Fall war es auch so, dass es sich hier um ein bestehendes Objekt handelt. Da war es natürlich ein bisschen komplizierter, weil man sich natürlich von den Erhebungsarbeiten war es ein bisschen umfangreicher, weil man eben natürlich die bestehenden Zuleitungen überprüfen hat müssen, ob man die Leistung, die man für die Ladelösungen braucht, auch sicherstellen kann. Nasir Khan vom Technischen Service der Salzburger AG hat die Ladeinfrastruktur installiert. Heute stehen für ihn noch die Abschlussarbeiten am Programm. Ein Überspannungsleiter wird nachgerüstet. Da er schon vor Ort ist, testet er auch gleich noch die Funktion der Wallbox. Die gesamten Installationsarbeiten nahmen nicht viel Zeit in Anspruch und verliefen ohne Probleme. Grund dafür war die ausreichende Dimensionierung der Stromzufuhr der Salzburger AG schon zu Baubeginn und die gute Kooperation mit dem Bauträger Salzburg Wohnbau. Wir haben den Netzwerkschrank installiert, dann den Elektroverteiler haben wir bestückt mit den Sicherungen und den Überspannungsableiter und die Wallbox haben wir natürlich installiert. Ungewöhnlich war eigentlich nichts, es ist nur wichtig, wenn das die Absprache passt hat, dass auch die Parkplätze freigehalten worden haben, dass wir für die Installation auch genug Platz gehabt haben. Und sonst ist eigentlich alles glatt gelaufen. Für Hans Lehenauer vom Verein Freiraum Gneis Mobil ist das ein Meilenstein. Denn mit der Wallbox der Salzburger AG steht dem Betrieb des Gemeinschaftsautos, einem Mazda MX-30, nichts mehr im Weg. Gegründet wurde der Verein schon im Jahr 2019 mit dem Ziel, Mobilität für ältere Menschen zu schaffen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den wir am 25.07. gegründet haben, der sich zum Ziel gesetzt hat, zum einen, dass wir ältere Herrschaften, die selbst nicht mehr fahren können oder fahren wollen oder auch selbst kein Fahrzeug mehr haben, kein Auto mehr haben, dass wir die günstigst von A nach B, sprich zu einem Arzttermin, zum Friseur oder zum Einkaufen fahren. Und die zweite Schiene ist, dass sich die Bewohner, so war es ursprünglich, die Bewohner dieses Freiraum Gneis der Wohnanlage sich das Auto borgen können. Mit Carsharing liegt der Verein voll im Trend der Zeit. Laut Verkehrsclub Österreich rechnet sich Carsharing bereits unter 12.000 Jahreskilometern. Da es in 36% aller Haushalte mehrere PKWs gibt und die Zweitautos im Schnitt nur rund 8.500 Kilometer im Jahr unterwegs sind, ist das Potenzial für Carsharing groß. Laut Statistik Austria nutzen bereits 16,5% der Österreicherinnen und Österreicher gelegentlich Carsharing. Die Tendenz ist stark steigend. Christine Fötschl ist Bewohnerin des Freiraum Gneis. Die rüstige Rentnerin nutzt das Carsharing, um zur Therapie nach Krödig zu fahren. Ein eigenes Auto besitzt sie nicht mehr. In dem günstigen Mitgliedsbeitrag, den sie pro Monat an den Verein zahlt, sind 100 Kilometer mit dem Elektroauto inkludiert. Das ist wesentlich günstiger als ein eigenes Auto. Und die Reichweite des E-Autos ist sowohl für Frau Fötschl als auch für alle anderen Nutzerinnen und Nutzer mehr als genug. Es ist ein ganz ein tolles Angebot, eine tolle super Sache. Man braucht kein eigenes Auto mehr. Man kann das buchen, man kann das benutzen, man kann damit fahren. Es ist ganz was eine tolle Sache. Die Buchung des Elektroautos erfolgt online, entweder am Handy oder am Computer. Mein erster Gedanke dabei war, können die älteren Damen und Herren das überhaupt? Ja, sie können das, dank Florian Müller. Der 28-jährige IT-Spezialist und Bewohner des Freiraum Gneis hat nicht nur alle Mitglieder des Vereins entsprechend geschult,
Er hat auch die Buchungsplattform programmiert. Man muss nur oft die Berührungsängste nehmen, das wirklich mal herzeigen, wie das aussieht, wie das funktioniert, erklären, einfach zusammensitzen und wirklich dann gleich auf die Fragen eingehen. Dadurch fällt es auch den älteren Menschen viel leichter, dass man damit sich auseinandersetzt und das auch schafft, weil es ist wirklich sehr einfach in ein paar Schritten. Man wählt das Datum aus, die Uhrzeit, wie lange man das Auto braucht und ob man Fahrservice braucht, und das sind eigentlich schon alle Daten, die abgefragt werden. Und dann bekommt man automatisch einen Code, damit man sich den Schlüssel aus der Box abholen kann. Auch bei der Schlüsselübergabe geht man neue Wege, nämlich mit der MyFlexbox der Salzburger AG. Das Locker-System ist prädestiniert dafür. Den entsprechenden Code erhält man per E-Mail. Margret Forte wohnt mit ihrer Familie in Leopoldskron. Ein eigenes Auto besitzen die Fortes nicht mehr. Durch Zufall sind sie auf den Verein Freiraum Gneis Mobil gestoßen. Mit ihrer Aufnahme hat der Verein die Türen geöffnet für zukünftige Mitglieder außerhalb der Wohnanlage. Margret hat für heute das Elektroauto gebucht. Den Schlüssel holt sie sich in der MyFlexbox. Wie gesagt, wir haben das Auto vorher schon nur sehr selten genutzt und wirklich nur aus der Stadt. In der Stadt habe ich nie das Auto benutzt, es sei denn, es waren größere Sachen zu transportieren, aber das kommt sehr selten vor. Einkaufen bin ich auch ohne Auto gegangen. Wir haben das nur am Wochenende genutzt für Freizeitaktivitäten. Und wir haben einfach gesagt, wir probieren es, wir geben das Auto weg, probieren es. Wenn es nicht funktioniert, kann man sich immer wieder ein Auto kaufen, ist kein Problem, ist schnell gekauft. Und es hat dann gut funktioniert. Wir haben schon eine gute Bekannte, die uns das Auto immer recht gut clean hat. Oder wir haben es unserem Bahnhof ausgeglichen, das Auto. Aber jetzt mit dem Carsharing in Gneis ist das natürlich alles viel leichter für uns. Und es ist auch am Wochenende meist verfügbar. Und das klappt sehr gut. Auf dem 16.000 Quadratmeter großen Areal der Bärgründe in Gneis realisierte die Salzburg Wohnbau 101 Wohneinheiten, aufgeteilt auf 7 Häuser. Die Wohnanlage wurde speziell auf die Bedürfnisse von Senioren, jungen Familien und Menschen mit Beeinträchtigung zugeschnitten. Der eine Ladepunkt vom Verein Freiraum Gneis Mobil ist nur der erste Schritt in Richtung E-Mobilität. Gemeinsam mit der Salzburger AG hat die Salzburg Wohnbau schon alle Vorbereitungen für die Elektrifizierung 19 weiterer Parkplätze getroffen. So Projektleiter Johann Strassel. Durch das, dass wir mit der Salzburger AG schon im engen Kontakt sind, gerade über Erweiterung der E-Mobilität in der Gemeinnützigkeit, und es da ein eigenes Modell von der Salzburger AG gibt, war das für mich gleich der Zug, auf den aufzuspringen war. Und jetzt haben wir das, was die Salzburger AG braucht, um einen sauberen Betrieb der E-Mobilität zu machen, ein bisschen nachrüsten müssen. Also wir haben jetzt den Gedanken, ein Anschluss ist gewünscht, 101 Wohnungen haben wir. Wie kann man das jetzt richten, dass andere auch motiviert werden, vielleicht auf Elektromobilität umzusteigen und sich an das anzuschließen, was der Verein jetzt einmal vorgibt. Für die Zukunft wünscht sich Obmann Hans Lehenauer noch ein paar Mitglieder für seinen Verein dazu. Rund 50 Mitglieder Gesamtzolle haben und 30, die regelmäßig das Auto benutzen. Dabei ist es egal, ob sie selber mit dem Auto fahren oder sich fahren lassen. Das geht nämlich auch. Wer nicht selber fahren kann, der bucht sich den Fahrservice. Das wäre ganz erfreulich. Dann gibt es die nächste Stufe, wo man dann sagt, naja, dann müssen wir sich überlegen, ob wir ein zweites Auto brauchen. Die Freischaltung zum Laden in Gneis erfolgt übrigens mit einer Ladekarte der Salzburger AG. Benötigen auch Sie Informationen zu Ladelösungen, dann erhalten Sie diese bei der Serviceline der Salzburger AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at/e-mobilität.